So, Friends, was geht ab? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir sind gerade live auf Twitch und du fehlst hier. Wo bist du? Wo du sein. Link ist in der Beschreibung. Nächstes Mal will ich mit dir zusammen drauf reagieren. Ja. Und dann schreibst du hier in den Chat auch rein. So, zeig dich dann. Und wir reagieren heute auf eine Umfrage, auf die wir schon mal auf dem Hauptkanal, auf dem Kanal BZ reagiert haben. Und zwar Icon vs. Rap La Rue. Es geht ein YouTuber auf die Straße und fragt welche aus. Wir gucken uns das gemeinsam mit euch an. Let's go. Harte Kritik an Deutschrapper. Rapper sind Künstler. Straßenumfrage 2. Let's go. Let's go. Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Da bin ich wieder. Wir sind heute in Mannheim. Wir gehen wieder auf die Straße und fragen die Leute Icon oder Rap La Rue. Let's go. Warum kam letzte Woche eigentlich kein Video? Ich bin müde, Bruder, sag ich. Okay, ich glaube. Ehrlich, wie es ist. Ich habe 2 Stunden geschlafen, Bruder. Ich wurde 2-mal geweckt, Bruder, hintereinander. Den Satz kenn ich doch. Bruder, sag ich dir ehrlich, wie es ist. Ich habe 2 Stunden geschlafen, Bruder. Ich wurde aufgeweckt 2-mal, Bruder, hintereinander. So, meine Freunde, wir haben hier den ersten Kandidaten. Wie ist dein Name, mein Bruder? Nevin. 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 Nevin, also N-E-V-E-N. Ja, genau. Okay, Nevin, ich habe eine Frage. Willst du nicht mitmachen? Wenn du schon hier stehst, ja. Kannst du doch. Du nee, frag doch, ob er da ist. Jawohl, okay, Jungs. Icon oder Rap La Rue? Icon. Icon. Okay. Auch Icon. Warum Icon? Icon beste. Biggie auf die 1. Biggie auf die 1? Biggie okay. Warum? Kannst du sagen, warum Icon, warum nicht Rap La Rue? Also bei mir ist so, ich höre gerne so Autotune-Lieder. Autotune? Autotune, richtig. Okay. Und wo richtig laute Stimmen sind. Okay. Aber wenn jetzt so Bozza kommt, dieser ganz laute, wo immer schreit, ich mag okay. Sowas nicht. Bozza? Meint der Bozza? Seit wann ist Bozza bei Icon? Und seit wann macht Biggie voll die Autotune-Musik? Hätte er jetzt gesagt Barré oder so, hätte ich gesagt Tamam. Und seit wann schreit Bozza in seinen Songs? Und seit wann ist es Autotune und nicht Autotune? Okay, wir machen erstmal weiter. Ja, alles gut, alles gut. Wir sind am Start, wir sind am Anfang, wir sind am Anfang. Aber wenn jetzt so Bozza kommt, dieser ganz laute, wo immer schreit, ich mag okay. Sowas nicht. Wenn wir schon bei Icon sind. Verständliche Meinung, kann man akzeptieren. So. Was schätzt du, was wiegt unser Bruder BZ? Was? Was? Was sind das für Fragen? Ey, jetzt... Ey, wir haben dich gelobt letztes Mal, Bruder. Wie, was wiegt unser Bruder BZ? Schreibt es mal in den Chat, mal gucken, was ihr denkt, Chat. So. Lack, die werden 1000 Kilo und so schreiben. Schreibt rein. Nein, mal gucken, wer richtig errät. Jemand, der ein wahrer Fan aus den Vlogs, weiß genau, was er wiegt. Weil er hat es schon mal gesagt. Ja, aber ich habe jetzt wieder ein bisschen zugenommen. Was wiegt unser Bruder BZ? BZ, Eigenjury, kennst du die Eigenjury? Also ja, kenn ich, das Schwarze okay. Mit dem Bart. Der ist ein Schweißbruder. Der Schwarze mit dem Bart? Was? Du bist... Es geht um Icon, oder? Der Schwarze mit dem Bart! Anik, du bist einfach Michael Jackson geworden! Bei Malaga, du warst schwarz, du bist jetzt einfach weiß geworden! Hat er mich mit McDoom verwechselt? Er dachte, McDoom ist Jury! Ich bin Dings! Ich bring Servietten und so. Der hat diesen Ausschnitt mit Skandal gesehen, mit dieser Ohrfeige. Danach. Der hat, glaube ich, Respekt jetzt vor dir. Ich glaube, der hat jetzt Respekt vor dir. Der hat nur gesehen, du bist so ein Wesh. Abo. Deswegen ist der so nett, Bruder. Unser Bruder BZ. BZ Icon Jury, kennst du die Icon Jury? Also ja, kenn ich das Schwarz mit dem Bart. Der ist ein Schweißbruder, aber egal. BZ ist heute schwarz. Was wiegt der Bruder? Keine Ahnung, 85, 90. 85, 90, oh, korrekt. Okay, stark, 99 wäre richtig gewesen. Was wie viel? Du? 99. Boah, der weiß es auch. Vom Vlog. Da stand 99 oder 97, ich weiß es nicht. Boah, stabiler Typ, Bruder. Ey, Walla, cool, am dass Ende, du... Am der hat nur geraten. Nein, aber, nein, hat der safe nicht. Bruder, jeder denkt ja auf ersten Anblick, du wiegst ja mehr. Jeder auf ersten Anblick bei mir denkt, ich wiege weniger. Ja. Und das wissen viele nicht. Ich wiege 75, er wiegt 98. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Inzwischen ein bisschen mehr. Vielleicht jetzt wieder 102 oder so. Süßigkeiten habe ich sehr viel zugenommen. Ja, 102 so sag ich mal. Aber er wiegt einfach nur 20, streng genommen 25 Kilo mehr als ich. Überleg mal und vergleich mal. So, das ist krass. Icon hast du gesagt, gell? Ja. Warum Icon? Ey, aber Spaß beiseite. Woher findet der diese Menschen? Von der Straße, siehst du? Der letzte feiert KMN, der nächste feiert Bozza. Aber genau diese Leute brauchst du. Ich schwöre, ja, die machen's aus, safe. Dings ja an. Gefällt? Ja. Okay, habt ihr euch Rap La Rue ein bisschen gegeben? Wisst ihr, was da so abgeht? Ja. Ja, okay. Okay.
Servus, mein Bruder, wie heißt der? Der hat sich absolut sich das nicht reingezogen. Man hat das an seiner Dingens gesehen. Mein Name ist Imad. Imad, du machst auf YouTube, hab ich gesehen? Ja, der Samir. Ja, so ein bisschen. Okay, was machst du für Sachen? Ja, wir machen, sag ich mal, ein bisschen Comedy. Comedy kann man so sagen. Wir probieren uns gerade ein bisschen rum. Okay. Aktuell natürlich mit Comedy auf Fokus. Okay. Ansonsten machen wir auch so Aufnahmen. Okay. Und sag ich mal, ein bisschen Food-Vlogs. Okay, mein Bruder, wunderbar. Hört sich gut an. Icon oder Rap LaRue? Das ist die Frage des Tages. Bro, ich sag dir ehrlich, beides ist mir ein Begriff, aber ich bin da nicht so tief in der Materie. Ich war früher eher mit Musik. Mhm. Mit der Zeit lässt das Wissen ein bisschen nach darüber. Aber ist mir natürlich ein Begriff. Also wenn du jetzt Icon oder Rap LaRue, würde ich sagen Rap LaRue, weil das macht ein Nordafrikaner, habe ich gehört. Jawohl, mein Bruder. Okay. dann würde ich fragen, Lieblingskünstler, so was da gerade abgeht. Guck mal, ich sag dir ehrlich, also von dort oder allgemein? Rap LaRue, Lieblingskünstler zurzeit. Was denkst du, wer gewinnt die Staffel? Wer ist dein Lieblingskünstler? Das Ding ist, ich weiß nicht, wer da so vertreten ist aktuell. Okay. Deswegen, ich dachte, du fragst mich jetzt allgemein, wenn ich jetzt so in Deutschland feiere, aber. Dann frag mal, das wäre interessant. Dann frag mal, weil das wäre cool. Sammy, kennst du? Der Tunesier, der Bruder von uns? Natürlich, kenn. Was schätzt du, wie groß der Bruder ist? Oh, Sammy? Ja. Boah, wie groß ist Sammy? Ich stell mir den so vor. 1,70 maximal. 1,70 stark getroffen, 1,69 mein Bruder. Sehr gut. Siehst du mal. Bro. Wunderbar. Alter. Dann sind nur wir von YouTube, fertig. Das ist der geschulte YouTube. Sag mal deinen Namen, der wird hier eingeblendet. Bruder, mein Name ist Imad Banderas, imad.banderas auf Instagram. Checkt uns ab, folgt den Jungs, die machen gute Arbeit. Ja, auch auf folgt jeden uns Fall. Und in diesem Sinne. Icon oder Rap LaRue? Wenn du so die Wahl hättest. Oder so die Wahl? Ich würde sagen Rap LaRue. Ja, okay, perfekt. Du? Ich bin dir ehrlich, ich höre fast gar nicht Icon oder Rap LaRue. Okay, was hörst du so? Weißt du, KMN, okay? Noch einer von KMN! Wir haben auch letzte Woche so einen richtig starken KMN-Kandidaten gehabt. Okay, Rap LaRue, wer ist dein Lieblingskünstler dort? Boah, ich bin ja ehrlich, eigentlich höre keinen Deutschrap oder so, aber so an sich Haaland, der hat gute Texte so, aber trotzdem fahre ich halt kein Deutschrap. Okay, was schätzt du, wie groß ist Sammy? 1,80? 1,69, mein Bruder. Also der geht bis dein Knie so. Was hörst du? Ich höre eher so mehr alle anderen Sprachen, aber nur kein Deutschrap. Englisch. Okay. Meistens, in Texten geht es nur meistens um Beleidigungen oder so. Finde ich nicht korrekt so. Okay, ja. So, aber kommt drauf an halt so, was für Leute so zum Beispiel. Also du feierst dieses negative Gebabbel so nicht so. Ja, genau. Rumbeleidigen und so. Okay. Ich bin halt mehr in Kosovo aufgewachsen, deswegen ich... Ah, du bist in Kosovo aufgewachsen? Ja. Dann bist du hier in Deutschland. Also ich bin in Deutschland geboren, aber halt ich war mehr in Kosovo, als ich klein war, deswegen. Okay. Also hörst du Albanisch. Ja, so. Das Ding ist, die Frage ist zwar Icon oder Rap LaRue, ne? Mhm. Aber cooler wäre, wenn jemand antwortet so, ey, ich feiere zum Beispiel beide Formate nicht, weil ich höre zum Beispiel andere Deutschrapper. Ja, dann sag mal, welchen Deutschrapper, weißt du? Mhm. So, direkt die nächste Frage. So, gibt dich nicht damit zufrieden, dass jemand sagt so, nein, oder du kriegst nicht die passende Antwort. Versuch direkt was Neues aus ihm rauszukitzeln, weil das ist ein Showfaktor. Ja. Und im Endeffekt davon, von diesem Showfaktor lebt auch dein Format, Bruder. Als Interviewer, wenn du so Straßenumfragen machst, die zur Unterhaltung dienen, musst du wirklich dreist sein. Ja, du musst richtig dreist sein, ja. Stell unangenehme Fragen, knallhart vor Kamera. Ist halt so, Bruder. So. Wer ist so ein albanischer Rapper, den du so auf jeden Fall vorziehen würdest? Finem? Ja. Noch nie gehört, Leute. Kennt einer von euch Finem? Schreibt. Finem hat sich doch bei Icon 6 kurz beworben, oder nicht? Finem? Doch. Wer ist Finem? Auf den haben wir doch reagiert. Der sagt, ey, Finem ist ein albanischer Star. Der war doch in Discord letzte Woche bei uns. Wie? Nicht der? Ach so, ein anderer. Okay. Tamam, ich hab nichts gesagt. Finem? Wir haben nichts gesagt. Boah, du hast gerade einfach die Albaner herausgefordert, ne? Warum? Okay, meine Bruder, ich danke euch. Wir sind heute mit? Ahmad. Ahmad, okay, mein Bruder. Icon oder Rap LaRue? Rap LaRue, Bruder. Wer ist dein Lieblingskünstler? Bruder, Haaland. Haaland. Ja, ja. Okay, sonst, was denkst du, wer gewinnt Icon diese Staffel? Eamon vielleicht. Da, guck! Phantom. Das war Phantom. Hä? Das ist ja was ganz anderes. Ich meinte Phantom, genau. Scheiß drauf, Bruder. Eamon vielleicht? Ja, ja. Okay. Weil er hat gute Chancen, ja. Was? Der hat die Frage nicht verstanden. Ja, Haaland. Haaland. Ja, ja. Okay. Sonst, was denkst du, wer gewinnt Icon diese Staffel? Eamon vielleicht. Eamon vielleicht? Ja, ja. Okay. Weil er hat gute Chancen, ja. Ja, ja, gute Chancen, ja. Sagst du, ja, okay. Okay, dann hab ich noch eine letzte Frage für dich, mein Bruder. Was denkst du, wie groß ist Sammy der LaRue? Bruder. Warum lachst du, Bruder, jetzt? Bruder, 1, 2, 7. Und das ist auch so eine Sache. Zum Beispiel,
er stellt zwar jeden dieselbe Frage, aber schneidet nicht bei jedem dieselbe Antwort rein. Weil der eine sagt so, der andere sagt so, ja, ist zwar lustig, aber versucht zum Beispiel bei dem anderen eine andere Frage reinzuschneiden. Zum Beispiel der eine sagt, wie groß ist er? Und bei dem anderen zum Beispiel, was weiß ich, wie viel wiegt er oder so. Beispiel, weißt du, dass jeder eine andere Antwort hat, weil ja, das ist so wichtig, so viel Abwechslung. 1,72 ist fast. Oder 1,72 bin ich, Bruder. Das ist richtig, er ist 1,69 der Bruder. Ja, Bruder, knapp. Du hättest 100 Euro gewonnen, hättest du die Frage richtig beantwortet. Na, Kolla? Nein. Heide, mein Bruder. Ich hab hier nochmal in der Hut einen Achi getroffen, den ich gerne interviewen würde. Jetzt, wenn das geht, geht's dir alles gut. So, Bruder, stell die Leute mal Fragen. Nee, warte, guck mal, der hat seine Hand gebrochen. Guck mal jetzt, guck mal wieder den Hand. Heide, mein Bruder. Ich hab hier nochmal in der Hut einen Achi getroffen, den ich gerne interviewen würde. Jetzt, wenn was geht, dir geht's dir alles gut. Wer hat seine Hand gebrochen? Stell die Leute ein paar Fragen. Was die Fragen, Bruder? Ike oder Rap Larry? Ich hör kein Deutschrap, das weißt du. Ich halte davon nichts. Gar nichts sogar. Wieso? Ja, Bruder, ist schwierig. Ne? Ich sehe das Ganze sehr kritisch. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann ist die Musik tatsächlich, die Zielgruppe dieser Musik, sind das sehr, sehr junge Leute. Ich habe auch ein Video von dir gesehen gehabt, tatsächlich. Ist ja ganz gut viral gegangen. Und Frage ist halt, stellt man sich dahin, fängt wirklich an, über irgendwelche Drogengeschäfte zu rappen, zu erzählen? Ja, nee, der hat hier einfach ein Politiker, Bruder. Na, aber jeder hat doch seine Einstellung. Ich finde das okay. Ist Bruder, okay. Völlig okay. Ah, nee. Was wird mir da letztens gezeigt? Ich steig auf meinen Zip, steig auf meinen Zip. Bruder, Hand aufs Herz, Bruder. Ist das Musik? Es ist halt so das Ding. Das Problem ist, die Jugend, die kriegt ein verzerrtes Weltbild davon. Die Rapper verdienen irgendwann ihr Geld damit. Die Frage ist, kann man sich da stolz hinstellen und sagen, ich hab's geschafft? Wenn man der Jugend, der Generation sowas vorspielt, weiß nicht. Okay, ich würde an erster Stelle sagen, du hast gesagt, ob das Musik ist, fragst du dich. An erster Stelle sind die meisten, sind halt Künstler. Du hast recht, dieses Ganze... Ja, warte mal, wir machen das hier. Er hat Präsentationen gemacht, Bruder, er hat viele Bilder benutzt. Er hat gar keine Bilder benutzt. Er hat frei gesprochen. Kommt halt an du sagst, es ist ein Künstler, ich gebe dir recht. Ja, das ist wahrscheinlich Kult, ich sehe das nicht so, da unterscheiden sich die Geister. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, die Jugend, die das hört, ja, und ich habe leider Gottes Geschwister, die das hören, muss ich ehrlich sagen, die sind 14, die sind 13, 14, 15. Haben die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Realität, Versteh, Fiktion oder Kunst, sage ich mal, oder tragen die ein verzerrtes Weltbild mit sich, vor allem wenn die aus sozialen Brennpunkten kommen, wo diese Musik, die wahrscheinlich nur noch mehr bestätigt und die dann morgen losgehen, sich 10 Gramm kaufen, die in 10 abpacken und das verkaufen. Das ist halt der Punkt, was ich halt sehr, sehr kritisch sehe. Und abgesehen davon, dass das sowieso ein Riesenscheiß ist. Damit ihr wisst, warum ich tschüss sage. Weil der hat einfach Hälfte des Videos bekommen. Er hat sogar mit dem Outro gemacht. Wir sind schon mal einen ganz anderen Intellekt haben und einen ganz anderen Reifegrad. Oder du hast mich auseinandergenommen. Was ich den Jungs noch auf jeden Fall mitgeben will, was mir aufgefallen ist, die Leute streiten sich Icon, Rap Larue, Bastard hier, Missgeburt da. Hört auf, euch gegenseitig zu beleidigen. Hört auf, irgendwelche Leute in der Jury zu beleidigen, irgendwelche Künstler zu beleidigen. Genau dieselben Worte haben wir bereits vor einem Jahr gesagt. Als Icon 4 geendet ist, haben wir das schon gesagt. Was denn? Ja, dass die Leute sich nicht gegenseitig beleidigen sollen, dass sie nicht hin und her andauernd streiten sollen, dies und das. Ja, so, ich glaube, ja, stimmt. Ende so, das Icon haben wir 4, schon vor einem Jahr genau gesagt. Genau, hatten wir wirklich uns dazu geäußert. Wir haben gesagt, guckt beides, guckt das, worauf ihr Bock habt, so, aber hört auf, irgendwelche Beteiligten zu beleidigen, so. So, Wallah. Wisst ihr? Jeder von denen gibt Gas, macht sein Ding, macht das, was ihm Spaß macht. Das Team hinter Icon ist ein krasses Team, die geben sich 100% viel Mühe, genauso bei Rap Lobby auch. Genießt die Show. Und fertig. Ich will gegen niemanden schießen, jedem sei es gegönnt. Hack auf euren Kopf. Wir haben erreicht, was ihr erreichen wollt. Ich wünsche euch. Bruder, ich küsse dein Herz. Du hast schon einen Vortrag gehalten, so. Noch ein Vortrag wäre jetzt. Alles gut. Habibi, du bist. Für ein Video. Ich küsse dein Herz, Bruder. So. Habibi, ich glaub dir schon. Kein Hate gegen ihn, ne? Der Linke. Ich verstehe seine Ansicht. Ne, der hat recht. Er hat auch recht mit dem, was er sagt. Es hat halt nicht in ein Unterhaltungsvideo gepasst. So. Aber allgemein hat er recht, natürlich. Ja. Spaß beiseite, so. Er hat recht, Bruder. Ja. So. Aber ey, war trotzdem ein cooles Video. Ne? Hat uns Spaß gemacht. Gerne mehr davon, Bruder. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt gerne den Bruder. Haut rein. Ciao, ciao.